Meine lieben Studentinnen und Studenten, heute das Thema Neurodiagnostik. Es geht heute um klinische Untersuchungen, es geht um den ganzen Bereich der radiologischen, also der bildgebenden Diagnostik und auch der Elektrodiagnostik, der Elektrophysiologie. Es ist ein riesiges Thema, spannendes Thema mit vielen technischen Bezügen. Und ich will mal starten mit der gesprochenen Medizin, also ganz banal. Wie fangen wir an, ein Gespräch mit einem Patienten zu führen? Auch der Operateur muss mit dem Patienten reden, wobei er manchmal ihn lieber narkotisiert, abgedeckt und mit dem Tubus im Mund hat, sodass er seine Ruhe hat. Aber die Anamnese, das ist die zielgerichtete Befragung des Patienten, das gehört zu jedem Gespräch dazu, ob das der Mikrobiologe, beim Pathologen ist es ein bisschen fraglich, oder werden die Angehörigen häufig befragt oder eben die zuweisenden Kollegen. Also die zielgerichtete Befragung, die Anamnese, klassisches ärztliches Eingangsgespräch soll um Gottes Willen nicht inquisitorische Züge haben, sondern soll einfach zielgerichtet auf das jeweilige Geschehen abgestimmt sein. Natürlich fragt der Allgemeinmediziner andere Fragen als der Urologe fragt oder der Orthopäde fragt andere Sachen als der Gynäkologe fragt, der Neurochirurg fragt andere Sachen als der Pathologe fragt. Also natürlich ist die Intention, es geht darum, die vom Patienten geäußerten Beschwerden einzuordnen, die zu werten, die zu klassifizieren. Und da ist es ganz wichtig für denjenigen, der die Anamnese führt, rauszubekommen, ist das ein Notfall, ist das etwas, was im Tagesgeschäft dringend zu weiter abzuklären ist, also weiter zu diagnostizieren ist oder gar zu therapieren ist. Also die Bewertung des Ausmaßes der Beschwerden ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, wenn die Klassifikation ja, vollzogen ist, sodass die Beschwerden eingeordnet wurden, dann geht es im nächsten Punkt um die körperliche Untersuchung. Also einfach den Patienten anzuschauen, mit ihm zu sprechen und ihn dann auch zu untersuchen. Da differiert es dann selbstverständlich auch wieder, je nachdem, welches Fachgebiet der Kollege innehat. Also da auch wieder die unterschiedliche fachspezifische Untersuchung, die aber dann mit Hilfsmittel wie im Reflexhammer oder Stimmgabel zum Dissensibilität testen oder Augenspiegel, HNO-Spiegel. Also da auch wirklich die körperliche Untersuchung, die schon partiell ins Apparative gehen kann. Jetzt für den Neurochirurgen ist es ganz wichtig, den neurologischen Status zu erheben. Das ist teilweise ganz banal. Es geht um das, wie kommt der Patient zur Tür rein, läuft er, wird er gebracht mit dem Rollstuhl, also kann er sprechen, ist er wach. Also auch die Klassifikation des Bewusstseinsgrades ist ein ganz wichtiges. Und im Endeffekt dann wirklich die Erhebung des neurologischen Status. Das heißt, man guckt ihn von den Hirnnerven an, untersucht die Hirnnerven, untersucht die Motorik, untersucht die Sensibilität, Kleinhirnfunktionen, das Gangbild, die Reflexe. Also im Prinzip einmal von oben nach unten durch untersucht und hat dann ein sehr, sehr gutes Ausgangsbild, was der Patient an Defiziten möglicherweise bietet. Wenn das alles erledigt ist, dann kommt eigentlich erst die Zusatzdiagnostik. Und die ist heutzutage apparativ und die ist dann auch wieder fachgebunden unterschiedlich. Aber da wird es jetzt heute darum gehen, insbesondere um das ganze Spektrum der bildgebenden Diagnostik, der radiologischen Untersuchung und auch der Zielsetzung ist es dann, ein invasives Untersuchungsverfahren oder nicht invasives Untersuchungsverfahren, das wird nachher nochmal auseinander klamüsert. Also, ich hatte es erwähnt, für den Neurologen und den Neurochirurgen, also Leute im neurologischen Fachgebiet, sind auch ganz wichtig, das Abscannen Hirnnerven, der Reflexe, der Motorik, der Sensibilität. Das können sie wirklich der Reihe nach untersuchen. Man kann die Hirnnerven eigentlich. Das Riechen ist eine anamnestische Sache. Sie kriegen es durch Befragen raus. Das Sehen, die Augenbeweglichkeit, das Gefühl im Gesicht, die Facialis-Funktion, vestibuläre, cochleäre Funktion, also Gleichgewichtstestung und auch das Hören. Genauso Glossopharyngeus, Vagus, Accessoris, hatte ich Ihnen ja gesagt, der die Schultern hebt, Kopf dreht
Und dann auch die Zungenbeweglichkeit des 12. Hirnnervens, Zunge hin und her bewegen, rein- und rausnehmen. Also das ist im Prinzip fast schneller untersucht als jetzt erzählt. Und dann die Reflexe, die Motorik. Sie wissen ja, das hatte ich Ihnen mehrfach gezeigt, die paarig rauslaufenden Spinalnerven und die unterschiedlichen Funktionen. Also Sie wissen, dass das Beugen der Musculus Biceps, der 6. Hirnnerv ist, genauso das Strecken, also der Trizeps ist der 7., die 7. Nervenwurzel. So kann man das nach unten fortsetzen, thorakallumbal bis nach sakral, sodass Sie dann die Motorik und genauso die Sensibilität untersuchen können. Das hatten wir ja auch schon mehrfach gezeigt, dass diese topografische Zuordnung der Dermatome, wie man das nennt, ganz ja, auf dem gesamten Planeten verbreitet, universell ist. Im Endeffekt geht es daraus zu bekommen, dahin zu kommen, wo liegt die Läsion, wo liegt der Ort der Störung. Und da gibt es auch wieder die Differenzierung, wir hatten das mehrfach gezeigt, Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm, also gehört die Läsion, gehört der Ort der Störung ins zentrale Nervensystem, das macht eine andere Symptomatik, oder gehört er ins periphere Nervensystem, also ist der Nerv geschädigt. Weiter ist natürlich dann auch immer die Frage, oder ist es die Muskulatur, also spricht das Organ dann nicht mehr an, ist der Transfer zum Muskel zum Beispiel unterbrochen oder ist es der Muskel selbst, der gestört ist. Das ist auch nochmal eine wichtige Differenzierung und dann auch nochmal die Untersuchung des autonomen Nervensystems mit unterschiedlichen apparativen Maßnahmen. Ich hatte es erwähnt, wichtig ist, und da kann man nicht sagen, die invasive Untersuchung ist die gefährliche oder die schmerzhafte Untersuchung, die nicht invasive. Da kommen wir auch insbesondere beim Röntgen nochmal drauf zu sprechen. Das ist nicht klar, ist der Röntgenstrahl als invasiv oder als nicht invasiv zu betrachten. Da macht auch, wie schon ganz Galen gesagt hat, die Menge macht das Gift und da macht es auch die Dosierung. Also im Endeffekt geht es da darum, was ist invasiv, was ist nicht invasiv. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, alles, was die Körperhülle des Menschen, des Patienten durchdringt, ist eine invasive Diagnostik. Also eigentlich zählt der Röntgenstrahl mit dazu. Wenn wir später über die therapeutischen Maßnahmen, zum Beispiel bei gezielter Bestrahlung, Gamma-Knife, Cyber-Knife, das sind hochinvasive Röntgenstrahlen, die in den Körper eindringen. Das ist eigentlich ein invasives Verfahren. Also alles, was die Körperhülle durchdringt, zählt eigentlich zur invasiven Diagnostik. In dem Fall ist es die Röntgenstrahlung auch. Oder wenn Sie irgendwo reinstechen, sprich Blut abnehmen, ist es im weitesten Sinne auch eine invasive Diagnostik. Alles, was nicht invasiv ist, was also den Körper nicht schädigt, die Körperhülle nicht penetriert, beim Ultraschall ist es fraglich. Aber da ist es eigentlich, das zählt zum typischen nicht invasiven diagnostischen Regime. Liquordiagnostik, da ist es unzweifelhaft, Sie stechen mit einer Hohlnadel in den Rückenmarkskanal, in den Kanal, wo das Rückenmark allerdings schon zu Ende ist, also unterhalb, wo die Spinalnerven hängen, also L3, L4, L5 oder sakral sogar. Da ist der Trick dabei, das Nervengewebe nicht zu verletzen und es auch nicht zu tangieren, sondern einfach diesen Raum anzupunktieren und dort das Hirnwasser zu gewinnen, weil der Liquor bietet dann ganz viel Aufschluss darüber, ob ein Infekt da ist, was Virales, Bakterielles oder möglicherweise was Parasitäres, das gibt es ja theoretisch auch. Auch die Eiweiße im Liquor geben da Aufschluss, ob es zum Beispiel eine MS oder irgendeine andere neurodegenerative Erkrankung wäre. Also das Untersuchen des Hirnwassers ist durchaus eine invasive Diagnostik, ist eigentlich weit weniger schmerzhaft, wenn man es routiniert macht, als es immer so angenommen wird. Hier mal unterschiedliche Kanülen, die gezeigt worden sind. Das ist so eine spezielle mit so einem Schliff, wo Sie so auch einen Katheter nochmal rausführen können. Und heutzutage in und modern ist auch das Erlernen der Technik an solchen Phantomen. Ich habe das noch im Prinzip am Patienten gelernt. Heutzutage wird es häufig mehr verschult, auch an solchen Phantomen oder Modellen gelernt. Das ist recht gut. Man hat auch das haptische Gefühl, wenn man dann in diesen Kanal eindringt, man durchdringt das gelbe Band, was ein elastischer Widerstand ist, und dann eröffnet man den Liquorraum und hat dann den Erfolg in dem Moment, wo Hirnwasser im Prinzip abfließt oder abgezogen werden kann. Das kann man heutzutage auch ganz gut simulieren an solchen Plastikphantommodellen. Aber im Endeffekt ist es dann auch immer nochmal das Lernen am Patienten.
Und sie haben auch unterschiedliche Patientenmorphologien. Sie haben relativ kräftige Leute. Sie haben Leute mit einer riesigen Spinalkanalstenose, wo das wirklich verknöchert ist, wo es durchaus nicht so ganz einfach sein kann. Also das ist was, zumindest zum Üben und zum Lernen, sind solche Phantommodelle ganz günstig. Ich hatte es erwähnt, der Ultraschall mit seinen unterschiedlichen Modalitäten, eigentlich der typische Vertreter der nicht-invasiven Diagnostik. Sie beschallen den Patienten, das heißt, eine Schallwelle dringt in den Körper ein, die macht nichts. Im Endeffekt, ob das jetzt der B-Modus oder ein 3D-Scan ist oder ein Doppler Farbduplex, kommen wir nachher nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen. Das ist ein nicht-invasives Untersuchungsverfahren. Oder die Elektrophysiologie im klassischen Sinne eigentlich auch. Dort vermessen sie den Nerven, sie vermessen Reizleitung am Nerven. Selbst wenn man jetzt das mit einer Nadelelektrode macht, die meisten machen das im ambulanten Setup mit einer Klebeelektrode. Wir machen es im OP meistens mit einer dünnen Nadelelektrode, haben sie eh Narkose, die Patienten. Also das ist auch ein typisches diagnostisches Kriterium. Und dann die gesamte bildgebende radiologische Diagnostik vom Röntgen, dem CT, MRT, der Angiografie und den nuklearmedizinischen Untersuchungen. Da werden wir im Einzelnen nochmal drauf zu sprechen kommen. Beginnen wir mal mit der eigentlich typischen nicht-invasiven Diagnostik der Elektrophysiologie, also der gesamten Ableitung von Strömen, die am Nervensystem, am Gehirn sind. Es ist im Prinzip ein Teilbereich der Neurologie, die Neurophysiologie, die sich mit dieser elektrochemischen Signalübertragung am Nervensystem befasst. Wir haben dort im Prinzip unterschiedliche Messmethoden entwickelt, die die gesamten polysynaptischen Nervenbahnen und auch die peripheren Nerven ableiten können. Und dort gibt es gewisse Richtwerte. Entscheidend bei der Elektrophysiologie ist häufig der Vergleich oben-unten. Das heißt, sie greifen die Messwerte an Armen und Beinen ab, vergleichen die und sie vergleichen immer die rechte Seite mit der linken Seite. Das ist sowieso ein Messverfahren oder ein Evaluationsverfahren, was in der Medizin ganz häufig ist, weil sie haben ja da eine große Spannbreite. Sie vergleichen immer die Kraft am rechten Arm mit der Kraft am linken Arm oder auch das rechte Bein mit dem linken Bein von der Sensibilität. Also sie haben da immer als Marschrichtung, was ist rechts, was ist links, sodass man es am Patienten individualisiert miteinander vergleicht. Typische Methoden von dieser Elektrophysiologie ist, der klassische Vertreter ist das EEG, das Elektroenzephalogramm. Da kommen wir nachher nochmal in der nächsten Folie drauf zu sprechen, also das EEG. Oder dann die evozierten Potenziale. Da kann man unterschiedliche Potenziale generieren. Sie können somatosensorische Potenziale, SSEPs, Sie können motorische Potenziale induzieren oder visuell evozierte Potenziale oder auch akustisch evozierte Potenziale, indem Sie Hörreiz geben, also einen Klicklaut geben auf das Gehör oder visuell, indem Sie eine elektrische Brille aufsetzen, die Lichtmuster abgibt, um das visuelle System zu stimulieren. Die Neurographie, Elektroneurographie, ist eine wichtige Methode, aber auch die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, genauso die Elektromyographie, wo sie den Muskel selbst untersuchen, auch hinsichtlich der Differenzierung ist im Endeffekt die Schädigung nervalen Ursprungs, also sprich, ist die Informationsleitung zum Muskel gestört oder ist es der Muskel selbst, der ein Problem hat. Fangen wir an mit der Elektroenzephalographie, des EEG. Wir messen dort im Mikrovoltbereich. Das heißt, es ist ein Millionstel Volt. Das ist eine extrem geringe Messgröße und wir messen dort Ströme am Gehirn zwischen 5 und 10 Mikrovolt. Wie gesagt, im Millionstel Voltbereich. Hans Berger aus Jena war der Erstbeschreiber im deutschsprachigen Raum. Der hat gefunden, dass sich Ströme ableiten lassen. Und dass die Ströme unterschiedliche Frequenzen haben, je nachdem, wie der Aktivitätsgrad des Gehirnes war, bei geschlossenen Augen anders als bei offenen Augen. Dieser Alpha-Block oder Berger-Block, wie das früher hieß, war einfach, dass man sah, in dem Moment, wenn ein Patient in Ruhe die Augen öffnet, dass sich die Frequenz ändert, beziehungsweise dass sich da unterschiedliche
Wellenmuster auch ableiten lassen. Im englischen Sprachgebrauch, das war sogar noch 20, 25, fast 30 Jahre früher, war Richard Gayton, Neurologe oder ein Arzt aus Liverpool, der das für den englischsprachigen Raum erstmalig beschrieben hat. Der fand an Kaninchen und an Primaten, dass dort Ströme über dem Kopf zu messen waren, hat die dann auch verstärkt und hat auch gesehen, dass Sinnesreize diese Ströme in irgendeiner Weise verändern oder modulieren. Das war so die Erstbeschreibung, dass das Gehirn eine elektrische Aktivität hat. Was machen wir beim EEG? Wir leiten also im Prinzip durch ein typisches Ableitemuster, meistens 10-20-System, indem wir in regelmäßiger Anordnung auf dem Kopf Elektroden platzieren und dann die Spannungsunterschiede zwischen den einzelnen Elektroden abgreifen. Und die können dann aufgrund der Darstellung, früher in Papierform, heutzutage auf dem Monitor, ausgewertet werden. Das EEG hat heute eigentlich den Stellenwert, wie es damals in 20, 30er, 40er Jahre hatte, verloren, weil es einfach durch die bildgebenden Verfahren, durch die modernen Bildgebungsverfahren, CT und insbesondere MRT, abgelöst worden ist. Aber in den erst 70er, 80er Jahren kam die Bedeutung für das MRT zum Tragen. Das heißt, wir haben 40, 50 Jahre lang an Neurodiagnostik eigentlich nur das EEG gehabt. Und da war eigentlich der Fokus drauf, bei irgendwelchen neurologischen Störungen immer die Ableitung der Hirnströme. Bis heute hat es die Bedeutung nicht bei der Diagnostik und bei der Einschätzung der Epilepsie verloren. Wir haben im EEG ganz typische, charakteristische Wellenformen und Frequenzen, auf die man dann direkt auf bestimmte Anfallstypen zurückschließen kann. Die Rolando-Epilepsie ist eine typische Epilepsieform, die sich solche Sharp Waves auszeichnet, aber auch bei Patienten mit Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, die haben auch eine typische Wellenform, auch solche Sharp Wave-Komplexe, die ganz charakteristisch sind. Also wir haben heutzutage immer noch EEG-Ableitungen, die einfach für gewisse Erkrankungen ganz typisch sind. So sieht es aus, nochmal die 10-20-Methode hier mit der regelmäßigen Anordnung der Elektroden auf dem Kopf. Und durch diese regelmäßige Ableitung haben Sie dann auch eine topografische Zuordnung. Das heißt, Sie wissen an der einen Elektrode und an der anderen, wenn dort die Auffälligkeiten sind, dann können Sie auch eine Zuordnung finden, wo gewisse Sharp Wave Komplexe oder Änderungen der Frequenzen oder Wellenformen auftreten. Das heißt, Sie können dort eine räumliche Zuordnung dazu bekommen. Also Sie wissen dann, okay, Elektrode 8 oder Elektrode 12, dort sind besondere Auffälligkeiten. Das wäre dann in dem Fall rechts oder links parietal, also über dem Scheitelregion, oder temporal über dem Schläfenlappen oder frontal vorne lokalisiert, sodass Sie dann auch anhand der Ableitelektroden auch, wie gesagt, Rückschlüsse auf den Ort des Geschehens treffen können. Hier nochmal so ein paar typische Wellenmuster, die auffällig sind. Wir gehen auf die einzelnen Wellenformen in der nächsten Folie ein, aber Sie sehen, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt und daraus kann man, wie gesagt, aus Rhythmus und Wellenform dann Rückschlüsse auf pathologische Messwerte ziehen. Ich hatte es erwähnt, wir sind im Millionstel Voltbereich und brauchen dazu einen erheblichen Verstärker, um einfach diese Ströme überhaupt adäquat ableiten zu können. Im OP, wenn Sie können auch EEG direkt vom Cortex ableiten, da brauchen Sie das dementsprechend nicht, weil die Ströme höher sind, aber wir passieren ja jetzt hier quasi die Hirnhaut und dann die Schädelkalotte und auch die Kopfhaut nochmal, sodass da nur von 5 bis maximal 100 Mikrovolt Strom auszugehen ist. Und wie gesagt, heutzutage ist die Auswertung des EEGs durchaus wieder eine Domäne und da haben wir wieder den Schulterschluss zu den technischen Fakultäten für Mustererkennung. Das heißt, Sie können gewisse Frequenzen, Sie können auch gewisse Wellenformen eingeben und das algorithmisch auswerten lassen, sodass der Rechner über diese großen, lang andauernden Untersuchungsintervalle durchfährt und Ihnen dann gewisse Auffälligkeiten zeigt, also eine algorithmische Auswertesoftware, insbesondere bei 24-Stunden-EEGs oder Schlaf-EEGs. Da haben sie früher wirklich große
Papiermengen gebraucht, bei die sie dann einzeln durchgeblättert haben, für die ganzen Kanäle durchgeschaut. Das war eine relativ mühsame Arbeit. Das geht heute semiautomatisch. Das heißt, der Rechner fährt sie dann an die auffälligen Strukturen dran und sie können das dann bewerten und können das dann auch so speichern. Also der Papierverbrauch ist jetzt bei der digitalen EEG-Auswertung deutlich geringer geworden. Wo brauchen wir das EEG noch? Ich habe gesagt, es hat den Stellenwert in der Diagnostik verloren. Wo es aber nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, ist bei ja, Beurteilungen der Hirnfunktion bei Intensivstationspatienten. Also jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise, wenn wir die Patienten weit sedieren mussten oder eine tiefe Narkose fahren mussten oder fürs Beatmen tief sedieren mussten, haben die auch immer ein EEG mitlaufen. Auch im OP haben wir das, dass man weiß, man kann über das EEG, über die Hirnstromaktivität auch die Narkosetiefe monitoren und man kann die Narkosetiefe anpassen. Und das macht man insbesondere bei Patienten mit schweren Schädelhirntraumen. Das heißt, man möchte da die Hirnaktivität so weit als irgendwie möglich herunterfahren. Das heißt, man nimmt dann wirklich Narkosemedikamente, sedierende Medikamente und fährt den Hirnstoffwechsel damit auf fast null runter. Das heißt, sie kreieren da eine Nulllinie im EEG. Und dann haben sie ab und an in dieser Nulllinie so kleine Zacken und das nennt man dann diese Burst Suppression. Das ist quasi, das Hirn ist fast bis auf eine Nulllinie, fast bis auf einen geringen Stoffwechselgradienten heruntergefahren, hat dadurch die Chance, sich besser zu erholen, hat dadurch die Chance, besser zu regenerieren. Also da benötigt man nach wie vor EEG als Monitoring-Methode auf der Intensivstation Schädel-Hirntrauma-Patienten oder Koma-Patienten, die in tiefe Narkose versetzt werden. Da hat das EEG nach wie vor einen hohen Stellenwert. Noch ein paar Auffälligkeiten oder ein paar diagnostische Kriterien für das EEG. Wir können prinzipiell anhand der, nicht nur anhand der Wellenform, sondern auch anhand der Frequenz ganz einfach was aussagen. Wir haben vier respektive fünf Rhythmen. Das heißt, je schneller die Frequenz, desto mehr Hirnaktivität ist vorhanden. Und im Umkehrschluss, je langsamer die Frequenz, desto tiefer ist das Inaktivitätsstadium, also Schlaf oder beispielsweise auch die Narkose- oder Trancezustände. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das typische EEG beim wachen Patienten, der aber die Augen geschlossen hat. Entspannt, Augen zu, ist ein typischer Alpha-Rhythmus, also so 8 bis 10 bis 13 Hertz. Das sehen Sie hier unten nochmal eingeblendet, die blaue Kurve in einer Sekunde, also so 8 bis 10 Ausschläge. Das ist das typische Alpha-EEG. Dann ein schnellerer Rhythmus, Beta-Rhythmus, doppelt so schnell oder gar noch ein bisschen mehr, 14 bis 30 Hertz. Sehen Sie hier in einer Sekunde die Wellen hier unten deutlich, deutlich mehr. Und dann ist das ein typischer Rhythmus, den man im EEG hat, bei, ja, bei im Prinzip Anspannung oder bei mentalen, kognitiven Aufgaben, kann aber auch noch im Rahmen einer Normalvariante durchgehen. 30 Hertz, eine Gamma-Aktivität erreichen Sie wirklich nur bei starker mentaler Anspannung, bei Konzentration, Lernprozessen, also wo Sie sich mit intensiven, komplexen Aufgaben beschäftigen oder gar sich vorstellen, gewisse motorische Prozesse zuzumachen, also auch das Vorstellen von irgendwelchen Aktionen, Bewegungen von Händen oder Spielen eines Musikinstruments oder eines Klaviers, das kreiert diese Gamma-Aktivität, also über 30, kann auch 50 Hertz sein. Also, Sie sehen da ein sehr hohes, sägezahnartiges Wellenmuster, also über 30 Hertz, typische Maximalleistung. Bei Kindern, Jugendlichen, die haben geringere Frequenzen, das sind so Theta-Wellen um die 5 Hertz durchaus normal. Und wenn Sie dann EEG-Messungen im Schlaf oder bei Trancezuständen, Tiefschlaf, haben Sie Delta- oder gar Subdelta-Wellen, wo Sie unter einem Hertz zu liegen kommen. Also das sind ja, relativ weit weg, die Patienten, die sind im Tiefschlaf. Aber in dem Moment, wo Sie sie wecken oder in dem Moment, wo Sie aus der Trance die Augen aufmachen und dann eine optische oder akustische Information dazugeben, steigt es sofort wieder auf einen Alpha- oder gar Beta-Rhythmus an. So viel zum EEG. Dann lassen Sie mich als nächstes Thema die Nervenleitgeschwindigkeit nehmen. Ein
relativ banales Verfahren, aber aufschlussreich, weil es einfach Informationen liefert, ob der Nerv in irgendeinem Abschnitt einen Druckschaden oder wenn er irgendwo durchtrennt worden ist im Rahmen von einem Trauma oder Schnittverletzung, kann man das sehr gut diagnostizieren. Was machen Sie? Sie geben einen kurzen elektrischen Impuls, also eine Rechteckspannung, auf den Nerv drauf und dann, wie es in der Vorlesung zuvor, kommt es zu einer Depolarisation und dadurch wird in beide Richtungen, wie wir das gesehen haben, das Aktionspotenzial dann über die Nervenfaser weitergeleitet. Also das heißt, Sie können dann an einem anderen Ort diese Spannungsänderung entlang des Nervenverlaufs abgreifen. Das ist was, was man typischerweise zum Beispiel hier unten beim Karpaltunnelsyndrom macht. Also man gibt eine Spannung auf den Rechteckimpuls auf den Nerven drauf und misst dann den Ausschlag, gibt es in dem Fall am Daumen oder in einer gewissen Entfernung. Sie haben mit so einem vorgefertigten Reizgeber, dann, der hat eine gewisse Länge, die wissen Sie, da können Sie dann ganz banal ausrechnen aus der Geschwindigkeit und aus der Differenz der Reizorte, die Sie in Zentimeter oder Millimeter angeben können, können Sie ganz banal die Geschwindigkeit ausrechnen, also Weg durch Zeit und auch die Kontraktion des Muskels kann man messen. Also das heißt, im Endeffekt sehen Sie einerseits den Effekt, wenn der jetzt am Daumen zuckt, dass der Reiz angekommen ist. Jetzt in dem Fall würde der Nervus medianus abgeleitet werden. Also das heißt, Sie haben dort eine differenzierte Aussage über die Geschwindigkeiten. Auch da ist wieder von Relevanz, die rechte mit der linken Seite zu vergleichen. Wenn beide Werte gleich sind, können Sie natürlich auch beidseitig ein Karpaltunnelsyndrom haben. Wenn die Werte differieren, kann man sagen, da ist es mehr, da ist es weniger. Genau diese NLG-Messungen nutzen wir auch im OP. Das werden Sie sehen bei Ihren praktischen OP-Besuchen. Das ist ein Messwert, der kontinuierlich mitläuft und der immer eine Information darüber liefert, wie geht es dem Nerv, wenn man daran präpariert oder wenn man da irgendwas in der Nähe des Nervens macht. Zum Beispiel irgendwas Blutgefäße koaguliert und eine Hitze appliziert, das geht dann dem Nerven nicht so gut, dann kann man auch darauf reagieren, was spülen, kühlen. Also darum geht es im Endeffekt, ein kontinuierliches Monitoring des Nervens zu haben. Im Endeffekt wissen wir auch nicht nur über die Geschwindigkeit, also, sondern auch über die Reizantwort, indem man diese Amplitude sieht, indem man die Kurve des Nerven anguckt. Das gibt auch einen Anhalt darüber, ob der Nerv in seinem Umfang, in seiner Art der Reizleitung intakt ist, also die Anzahl der Nervenfasern, der Neurone, die intakt sind, das repräsentiert auch ein bisschen die Amplitude, also sprich die Wellenform. Und im Endeffekt kann man auch immer rauskriegen, einerseits den Ort durch diese Messung und andererseits natürlich auch die Massivität, die Schwere des Nervenschadens. Also das wissen wir bei vielen Erkrankungen wie Alkoholkrankheit oder Zuckerkrankheit des Diabetes, die dann eine Polyneuropathie macht, also eine Störung der Nervenendigungen und der Nerventransfers. Oder bei Nervenkompressionssyndrom, wie ich es bereits erwähnt habe, also wenn hier im Karpaltunnelsyndrom das Band über den Beugesehnen dann eine Einengung verursacht, sodass man dann Kribbeln in den Fingern hat und das können Sie dann auch sowohl sensibel als auch motorisch abgreifen. Also Ort und Ausmaß des Nervenschadens sind mit diesen elektrophysiologischen Methoden zu ermitteln. Ich hatte im Eingang gesagt, die Elektromyographie, auch ein spannendes Verfahren, um einfach zu gucken, wie ist die elektrische Aktivität des Muskels selbst. Dort stechen Sie in dem Fall eine dünne Nadelelektrode in den Muskel selbst ein. Das können Sie auch mit einer Oberflächenelektrode mit so einem Gel auch abgreifen. Aber wenn Sie eine Einzelfasermyographie machen, also wo Sie dann zum Beispiel differenzieren, ob ein großer Muskel partiell Schädigungen hat, also bei einer Myositis, wie auch immer, oder bei einer angeborenen Muskelerkrankung, dann machen Sie solche Einzelfasermyographien. Das geht nur mit einer dünnen Nadelelektrode. Und da geht es darum, rauszukriegen, ob zum Beispiel das Muskelbild in sich hereditär ist. Das heißt, ob es da der Muskel Einzelfaser, ob es dort Störungen hat. Also damit kriegen Sie raus, dass der Muskel selbst das Problem ist, dass nicht der Nerv zum Muskel das Problem ist oder der Transfer über die motorische Endplatte, sondern dass der Muskel selbst erkrankt ist. Also genau das ist das, was Sie mit der
EMG-Untersuchung schaffen. Sie können differenzieren zwischen einer Myopathie, also einer Erkrankung des Muskels oder der Muskulatur selbst, oder einer Neuropathie. Das wäre in dem Fall der Leitung des Nervens zum Muskel hin. Also das ist auch nochmal eine ganz wichtige Differentialdiagnostik, die der Neurologe tätigt, ob es eine Muskelerkrankung ist oder eine neurogene Erkrankung ist, also die Polyneuropathie von der Myopathie zu unterscheiden. Wir nutzen dies auch bei Bandscheibenvorfällen. Dort kommt es ja zu einer Kompression, also dort drückt der Bandscheibenvorfall auf die Nervenwurzel, also der rutscht raus im Rahmen der Wirbelsäule, das Band geht kaputt. Und es wird ein Nerv gedrückt, sei das jetzt an der Halswirbelsäule oder an der Lendenwirbelsäule. Und dort können wir sehr, sehr gut rauskriegen, welche Nervenwurzel hat den Schaden. Also Sie können dann zwischen C6, C7, C5 können Sie differenzieren. Einerseits motorisch, also Sie können den Muskel messen an der Stelle und Sie können auch das sensible Areal messen an der Stelle. Also das ist dann im Prinzip die Differenzierung, insbesondere motorisch für die Elektromyographie, wenn der Nerven Kompressionsschaden so ist, dass dann der Muskel nicht mehr adäquat angesteuert wird. Das nutzen wir auch während der OP, das werden Sie auch sehen, als intraoperatives Monitoringsverfahren, das EMG. Also Sie können jetzt in dem Fall den Nervus facialis, das ist der Gesichtsnerv, der zum Beispiel die Augenmuskulatur, auch die ganze Gesichtsmuskulatur innerviert, den können Sie mit kleinen, feinen Nadelelektroden beschicken. Das machen Sie natürlich nur, wenn der Patient Narkose hat. Und können dann ständig abgreifen, wie geht es dem Nervus facialis. Sie können ihn auch in dem Fall direkt stimulieren. Also Sie können dort eine kleine Elektrode, die einen monopolaren oder einen bipolaren Strom abgibt, direkt auf den Nerven draufhalten und dann schauen, wie der Ausschlag ist. Sie können da auch wieder messen die Intensität und können dann auch über den Verlauf der Operation einfach sagen, okay, die Kurve nimmt ab. Das heißt, ich brauche zum Beispiel mehr Reizintensität, um den Nervus facialis dort nochmal zu stimulieren. Das wäre ein Zeichen dafür, dass doch eine kontinuierliche Schädigung am Nerv durchs Präparieren zum Beispiel oder bei der Tumorentfernung aufgetreten ist. Oder dadurch auch einfach, dass über 3, 4, 5, 6 Stunden, je nachdem wie lange Sie brauchen, helles, auch zum Teil warmes Licht auf den Nerv strahlt und der austrocknet, sodass dann auch die Funktion schlechter wird. Also Sie haben auch während der Operation durch das EMG ein kontinuierliches Überwachungsverfahren. Das können Sie sowohl an der Wirbelsäule machen, indem Sie einzelne Spinalnerven machen, oder einfach an den Hirnnerven. Also da ist nicht nur der Nervus facialis, Sie könnten zum Beispiel auch, indem Sie kleine Elektroden hinters Auge stecken und die einzelnen Muskeln anpieksen, auch von den Hirnnerven 3, 4 und 6 zum Beispiel abgreifen, die EMG-Potenziale. Aber wie gesagt, häufig macht man es am Hirnstamm, bei Hirnstammoperationen, Nervus facialis, Nervus acousticus, indem Sie einfach auch eine Ohrelektrode reingeben mit einem Klicklaut, sodass Sie da ständig Informationen über das EMG bekommen. Die evozierten Potenziale, auch eine sehr schöne Methode, um die Integrität verschiedener Hirnnerven oder im Fall von sensiblen oder motorischen evozierten Potenzialen abzugreifen. Im Prinzip löst ja jeder Sinnesreiz im sensorischen Areal der Großhirnrinde eine elektrische Aktivität aus. Und das können Sie, das ist wie bei einem im Prinzip ein EEG-Signal, das können Sie abgreifen. Und das ist noch weniger von der Spannung. Also diese Signale haben noch eine geringere Stromstärke. Und Sie müssen das dann mehrfach laufen lassen und können das dann summieren. Das ist jetzt zum Beispiel hier bei einer Stimulation vom SEP nochmal die Darstellung oder auch von der BEAP. Das ist Brain Stim Evoked Potential. Damit können Sie die Hörstörung oder auch eine direkte VEP-Leitung messen, indem Sie einen Lichtimpuls, meistens so ein Rechteckimpuls oder ein Schachbrettmuster, auf die Augen geben und haben dann die typische Wellenformation der N75 oder der P100 Welle. Diese dann zum Beispiel sehen, dass die sich verschiebt auf der Zeitachse oder auch die Ausschläge der Welle anders werden. Darüber erfahren Sie dann quasi, wie geht es den Nerven oder wie geht es der Sehbahn. Das ist ja immer unterschiedlich, wo Sie diese Wellen haben und die Reize abgreifen. Also die SEPs sind typisch zur Beurteilung zentraler somatosensibler Leitungsbahnen vom peripheren sensiblen Nerven und indem Sie, können Sie sich ja nochmal in Ruhe angucken, einfach eine Stimulation
Stimulationselektrode dort aufbringen und die Messelektrode sitzt dann auf der Kopfhaut, können Sie den Reiz dann sowohl übers Rückenmark als bis zum Gehirn verfolgen und über diese elektrische Laufzeit, die Laufzeit des Signals, dann die Information erhalten. Genau dasselbe oder vom Ablauf, genau dasselbe für die VEPs, für die BAEPs oder für die Evoked Potentials fürs Gehör. Im Prinzip kleine EEG-Signale, die getriggert werden. Verlassen wir mal die Elektrodiagnostik und gehen hin zur bildgebenden Diagnostik. In dem Fall zur Sonographie oder wie es landläufig heißt, auch Ultraschall. Das ist einfach deswegen Ultraschall, der Name sagt es ja. Wir arbeiten mit Frequenzen, die oberhalb des hörbaren Frequenzmusters sind, also zumindest für einen Menschen, Fledermaus würde das erfassen. Die arbeitet ja auch mit Ultraschall, also der Mensch erfasst so Frequenzen 20 Kilo bis Hertz, bis 1 Gigahertz. Wir sind darüber. Und im Prinzip ist das was auch als Echographie, später auch Echokardiographie, wenn man das Herz anguckt, nochmal beschrieben wird. Also sie nehmen den Schall und machen daraus ein bildgebendes Verfahren. Das heißt, sie beschallen das Gewebe, sie schicken eine Schallwelle ins Gewebe und die Reflexion, der Rücklauf der Welle und die Frequenzänderung macht im Endeffekt, aus der erzeugen sie ein Bild, schwarz-weiß oder auch farbgetriggert, je nachdem. Im Endeffekt basiert so ein Ultraschallgerät einfach mit einem Schallkopf, also irgendwas piezoelektrisches Kristall, das ist der Schallkopf, diese Ultraschallsonde, die ist zur Schallerzeugung notwendig. Sie geben dann dort eine gewisse Frequenz auf diese Kristalle ab und die werden dann als Sendefrequenz quasi in das Gewebe geschickt. Was brauchen Sie dann noch? Ist natürlich die Ultraschallsonde als Empfänger. Also das fungiert sowohl als Schallkopf, also als Sender und als Empfänger. Und Sie brauchen eine Auswertesoftware, respektive ja, im Prinzip einen Monitor oder auch einen Drucker, wenn Sie es dann ausgeben wollen. Oder eine Kamera. Klassisch, auch noch ein bisschen älteres Modell hier, die Schwangerendiagnostik mit schönen dreidimensionalen Bildern. Oder auch die Gefäßdiagnostik. Ich komme im Einzelnen nochmal drauf zurück. Je nachdem, ob Sie jetzt die Schilddrüse, die Leber oder bei der Schwangeren das Kind untersuchen wollen, brauchen Sie unterschiedliche Konfigurationen der Schallköpfe, die aber im Endeffekt genau das beinhalten, das piezoelektrische Signalgebung sowie auch die Empfangsantenne sozusagen für den wieder zurücklaufenden Schall. Prinzipiell unterscheidet man beim Ultraschall einerseits das B-Bild, das ist dieses Brightness Modulation, das heißt die reflektierten Wellen, die werden zurückgespielt und die werden in Graustufen, also in einem Schwarz-Weiß-Bild dargestellt. Das ist eine zweidimensionale Darstellung, die einfach auf der Zuordnung der reflektierten Wellen zu Bildpunkten beruht und die Tiefe kriegen Sie einfach über die Laufzeit der Welle, das ist eine Laufzeitmessung, also im Endeffekt, wie lange die Welle braucht, Distanz, Schallkopf zur Grenzfläche, an der Fläche, wo diese Schallwelle dann reflektiert wird. Und die Breite, das kommt einfach, indem Sie 80 bis 120 Bildreihen nebeneinander generieren und dadurch ein zweidimensionales Bild erzeugen. Das M-Bild oder Motion, Time-Motion-Bild heißt es eigentlich, das arbeitet im zeitlichen Verlauf, das triggert nur einen schmalen Bildausschnitt und das ist vorwiegend sinnvoll, wenn Sie bewegte Strukturen angucken wollen. Das ist zum Beispiel das Herz oder die Herzklappen, die ja sich relativ zügig und schnell bewegen. Da nutzen Sie dieses Time Motion oder die Motion Technologie. Und ganz wichtig auch, weil wir jetzt schon das Herz und die Gefäße angesprochen haben, sind die Doppler-Effekte. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Nochmal zur Grundsätzlichkeit, wie funktioniert das? Also Sie haben im Endeffekt eine elektrische Wechselspannung, die Sie in einem gewissen Rhythmus auf dieses Kristall, auf dieses piezoelektrische Element geben und das Sie in Schwingungen versetzen und diese Schwingungen transportieren Sie ins Gewebe und die werden dann, je nachdem, was für ein Gewebe es ist, dort reflektiert. Also der Schallkopf ist nicht nur der Sender, sondern ist auch der Empfänger der Schallwelle.
das nochmal im Bild, wie das funktioniert, in dem Fall Schwangerendiagnostik. Und im Endeffekt ist wichtig, was für ein Material haben Sie. Also ist die Impedanz, der Widerstand, ist das Entscheidende. Und das heißt, Sie können bei manchen Geweben einfach schlecht schallen, das heißt durch Knochen. Der Kopf ist ein schlechtes Beispiel. Dort können Sie nur begrenzt durch die harte Kalotte durchschallen. Wasser ist ein sehr, sehr guter Schallleiter. Luft wiederum ist was, was den Schall limitiert. Das heißt, Sie brauchen auch immer so ein Ultraschallgel, wie jetzt hier gezeigt, das wasserhaltig ist, um einfach die Luft als Grenzfläche dort zu minimieren. Gut, ich hatte es erwähnt, die Doppler-Untersuchung, der Doppler-Effekt ist ein spannendes Ultraschallverfahren. Das heißt, Sie benutzen den Doppler-Effekt, um Flussgeschwindigkeiten, in dem Fall Blutflussgeschwindigkeiten, zu detektieren. Das Blut ist natürlich jetzt keine absolute Flüssigkeit oder keine reine Flüssigkeit, da würde es nicht funktionieren. Das Blut enthält zelluläre Bestandteile, das sind vorwiegend die roten Blutkörperchen, die fungieren dann für die Dopplersonografie als die typischen reflektierenden beweglichen Elemente. Das heißt, sie schallen auf das Gefäß. In dem Gefäß bewegt sich die Blutsäule und mit dem Blut bewegen sich die Blutkörperchen, in dem Fall die Erythrozyten, und die reflektieren das Echo. Und das reflektierte Signal ist einfach um eine bestimmte Frequenz verschoben. Und das ist das Entscheidende, wie weit die vom Schallkopf sich entfernt. Und das ist diese ausgesandte Verschiebung der Frequenz. Das nennt man dann die Dopplerfrequenz. Und anhand des Vorzeichens dieser Dopplerfrequenz lässt sich die Flussrichtung rekonstruieren. Das heißt, einerseits die Frequenzverschiebung, je größer die ist, desto größer ist auch die Sendefrequenz. Das heißt, daraus resultiert auch die höhere Flussgeschwindigkeit. Wir haben das beim Doppler allerdings nicht im Ultraschall, sondern im typischen hörbaren Schallbereich. Das heißt, Sie können das Doppler-Signal hören. Es liegt so bei 50 bis 50 Hertz bis 15 maximal Kilohertz. Also das ist hörbar. Also diese Hüllkurve, das hören Sie als typisches Rauschen. Also Sie können dort in den Schädel einschallen, schicken die Schallwelle da rein. Und wenn Sie jetzt hier auf die Karotis, auf die Arteria media sind, da fließt Ihnen das Blut entgegen. Das heißt, Sie haben einen positiven Ausschlag jetzt in dem Fall. Also das Blut fließt auf Sie zu. Wenn Sie dann die Tiefe des Schallkopfes erhöhen und auf die andere Seite gehen, dann fließt Ihnen das Blut zum Beispiel in die andere Richtung, wie jetzt hier der Fall wäre. Dort sehen Sie dann ein negatives Vorzeichen. Also das heißt, das Blut fließt weg von der Sonde. Das können Sie auch farblich nochmal darstellen. Meistens ist es rot und blau markiert. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also wir nutzen diesen akustisch hörbaren Doppler-Effekt, um Blutstromgeschwindigkeit zu messen und auch darzustellen. Einerseits mit einem Farbdoppler. Da können Sie, wie jetzt bereits erwähnt, die Blutflussrichtung angeben. Sie können das meistens ist das so klassifiziert, dass rot der Fluss auf die Schallsonde zu ist, also positiv. Und blau ist der Negativvorzeichen, mit dem Negativvorzeichen der Fluss weg von der Schallsonde. Das ist beim Farbdoppler so klassifiziert. Auch der PW, also der Doppler für den Pulsed Wave Doppler, da schwingt dieses piezoelektrische Element nicht konstant, sondern erzeugt eine pulsatile Welle. Und bei diesem gepulsten Doppler, den nimmt man für Gefäßuntersuchungen. Das hat den Nachteil, dass bei sehr hohen Stromgeschwindigkeiten die Flussrichtung plötzlich nicht mehr adäquat detektierbar ist. Dieser Alias-Effekt, der dabei auftritt, ist damit bekannt, dass da quasi bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten nicht mehr klar ist, fließt es auf die Sonde zu oder von der Sonde weg. Der Continuous Wave Doppler, der CW Doppler, da gibt es zwei piezoelektrische Elemente, die in dem Schallkopf sitzen. Der eine sendet kontinuierlich und der zweite empfängt kontinuierlich. Das nutzt man bei Herzklappenmessungen. Das hat den großen Vorteil, dass Sie da eine sehr schöne Darstellung von der Herzklappenbewegung kriegen. Die Duplex-Sonografie, das ist eine Kombination aus zwei Verfahren. Das nutzt einerseits diesen Pulse Wave
Doppler, den gepulsten Doppler und das B-Bild. Also das heißt, Sie können dort sowohl die Morphologie darstellen im B-Bild als auch die Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit des Blutes wiedergeben. Das ist das typische Bild. Also Sie sehen jetzt in dem Fall die Leber als B-Bild. Sie haben das Bild der Leber und Sie haben eingeblendet in der Duplexsonographie rot und blau, also in dem Fall auf die Sonde zufließend und von der Schallsonde wegfließende Blutflüsse. Also Sie können das dann auch messen, können auch die Geschwindigkeit anmessen. Bei der Duplexsonographie haben Sie, wie gesagt, das Beste aus zwei Welten. Sie haben das B-Bild für die Morphologie und die Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit über den gepulsten Doppler. Modernere Verfahren, auch die Laserdoppler-Untersuchung, das ist eine berührungslose Messung, sonst müssen Sie die Schallsonde ja aufsetzen. Das misst die Geschwindigkeitsverteilung in Fluiden über einen optischen Doppler-Effekt, der streut dann an den Partikeln, die sich bewegen. Und der Laser-Doppler-Imager, der ist zur Darstellung von Blutfluss im Gewebe. Da kann man sehr, sehr schön kleine Gefäße auch unter der Gewebeoberfläche monitoren und darstellen. Ich habe darüber meine Habilarbeit geschrieben. Das ist ein total spannendes Thema, Hirn, zerebraler Blutfluss zu monitoren. Wir haben das an Kaninchen gemacht und sowohl auch im OP bei Aneurysma-Operationen. Da können Sie sehr schön auch den unterschiedlichen Einfluss von Narkosemitteln oder wenn Sie einen Clip auf ein Aneurysma, auf ein Gefäß setzen, sehen, wie ändert sich die Mikrozirkulation. Also die Darstellung der Mikrozirkulation mit dem kontaktlosen Laserdopplerverfahren, ein spannendes Thema, riesig aufbaumäßig, deswegen noch nicht richtig vernünftig in der Routinemedizin angekommen. Man könnte sich vorstellen, Kombination solcher Laserdoppler-Scanner ans Mikroskop, das sind die ersten Versuche, die jetzt laufen. Die Abil-Arbeit ist, wann war die, 99, also schon eine geraume Weile her, über 20 Jahre, aber noch nicht umgesetzt und nicht technisch umsetzbar. Vielleicht in den nächsten 10 Jahren, dass die Mikroskope dann einen Laser-Doppler-Imager noch dazu haben. Also da sehen Sie, wie lange solche, ja, Entwicklungen dann dauern, bis sie im Routineeinsatz dann doch irgendwann angekommen sind. Weg von der Ultraschallwelt hin zur Röntgenwelt, also zum Arbeiten mit Strahlen. Die Röntgendiagnostik, wie es der Name so schön sagt, das Durchleuchten, das Durchstrahlen eines Körpers mit kurzwelliger und unsichtbarer Strahlung. Und da arbeiten wir mit Wellenlängen, die sind wirklich klein, 10 Milliardstel Meter, 10 Nanometer, also das sind richtig kurze Wellen, die man da hat. Es funktioniert ganz banal, sie strahlen in ein Gewebe ein und das Gewebe je nach Dichte schwächt die Strahlung ab. Und was hinten dran auf einem früher fluoreszierenden Schirm oder heutzutage auf einem digitalen Bildverstärker ankommt, das ist das Röntgenbild dann sozusagen, das Durchleuchtungsbild, das sie dann dadurch generieren, indem sie die geschwächte Strahlung hinten dran abgreifen. Funktionieren tut es relativ uniform. Also sie brauchen da eine Hochspannung. Also die modernen Geräte oder CT-Geräte arbeiten mit bis zu 600 Kilovolt. Das ist eine richtig hohe Strahlung. Also sie legen eine Hochspannung an und generieren dadurch Elektronen, die von der Kathode, also hier von der Kathode, rüber an die Anode fliegen. Und die werden dann dort beim Anprallen oder Einprallen auf die Anode abgebremst und dadurch entsteht dann zum Teil diese Bremsstrahlung und zum Teil ist diese Röntgenstrahlung, die dann emittiert wird. Das ist der klassische Mechanismus, wie auch heutzutage CT-Geräte oder normale digitale Röntgenapparate funktionieren. Also entweder wenn die dann auf Filmmaterial, das haben wir früher gemacht, da muss man noch Röntgenbilder suchen, das ist heutzutage alles digital, also digitale Radiographie, also elektronische Sensoren greifen dann quasi die Röntgenstrahlung ab. Nur, dass Sie nochmal, ja, einfach nochmal einen Begriff haben, mit was für Wellenlängen arbeiten wir. Also auch natürlich auch mit Frequenzen. Ultraschall hat man ja gesehen, sind hier im langwelligeren Bereich, dann die Röntgenstrahlen wirklich für die medizinische Diagnostik im sehr, sehr kurzwelligen Bereich. Auch UV-Strahlen, hier ist das sichtbare Licht. Sehen Sie hier die Wellenlängen bzw. die Frequenzen.
dann Langwellen, Rundfunk, U-Boot-Kommunikation und die Gammastrahlung, also das ist das, was wirklich harte Röntgen, harte kurzwellige Strahlung ist, die auch therapeutisch eingesetzt wird in der Strahlenmedizin, nochmal um eine Dimension kürzer von der Wellenlänge und höher von der Frequenz. Vielleicht ein, zwei ja, anekdotische Sätze zu Wilhelm Conrad Röntgen, einer der wirklich bekannten deutschen Pioniere. Der war in Remscheid geboren und ist auf die Technische Schule nach Utrecht gegangen und er war anscheinend nicht so ganz einfach. Er war ein bisschen starrköpfig und hat sich im Endeffekt dann selbst von der Schule ja, gemalt, hätte ich fast gesagt, durch eine Karikatur. Und er ist dann ohne Abitur, also ohne Matura abgegangen. Und die ETH Zürich war visionär genug, hat ihn aufgenommen. Damals, warum er da ohne Abitur anfangen durfte, das geht heute in Zürich auch nicht mehr. Und hat dann dort an der Fakultät für Physik bei der Studie über Gase dann promoviert und auch gearbeitet und hat sein Diplom zusätzlich noch als Maschinenbauingenieur abgeliefert. Also das Abitur hat er damit quasi in jederlei Hinsicht nachgearbeitet und hat dann dort den Nobelpreis für Physik bekommen, anhand seiner Forschungsdaten, die er dann allerdings in Würzburg weitergeführt hat. Und nach ihm sind diese X-Rays, wie es die Amerikaner sagen, oder Röntgenstrahlen dann bekannt geworden. Er hat wirklich da, das ist das erste verbürgte Röntgenbild, das war der Dekan der Universität Würzburg, der hat hier so ein seltsames Sesambein gehabt, das ist nichts Pathologisches. Und da sieht man den Ring, den Lumineszenzring des Dekans, das ist das verbürgte erste effektive Röntgenbild. Also im Endeffekt hat die Röntgendiagnostik wirklich die Medizin revolutioniert und war auch grundlegende ja, Arbeit für weitere wichtige Erkenntnisse, die im 20. Jahrhundert dann zu einer ganzen Riege an Forschern wie Bohr und Hahn, die dann über Radioaktivität geforscht haben, geführte. Zu den diagnostischen Röntgenuntersuchungen. Wie machen wir das und warum nutzen wir die und für was brauchen wir die? Also im Endeffekt, ich hatte es ja gesagt, wird durch Strahlen einen Körper oder ein Körperteil, das ist immer noch die klassische Indikation in der Traumatologie, der gebrochene Arm oder das gebrochene Bein oder die gebrochene Hüfte, das Becken, das sind immer noch die typischen Untersuchungen via Röntgen. Also das heißt, sie durchleuchten, sie durchstrahlen dieses Areal und sie sehen dann dort eine Kontinuitätsunterbrechung des Knochens. Im Endeffekt funktioniert es so, dass wir auch mit unterschiedlichen Strahlenqualitäten arbeiten. Also die Härte oder die Weichheit der Strahlen wird je nachdem, welches Gebebe, welches Organ Sie angucken wollen, angepasst. Man spricht dann in der Röntgendiagnostik einerseits von einer harten Strahlung oder einer weichen Strahlung. Entscheidend ist im Endeffekt die angelegte Hochspannung, die Spannung in Kilovolt, die macht im Endeffekt dann, die entscheidet darüber, ob es eine harte Strahlung oder eine weiche Strahlung ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Mammographieaufnahmen anschauen, die werden mit nur 35 Kilovolt durchgeführt. Das ist eine weiche Strahlung, das sagt aber nichts über das Risikospektrum aus. Wir nehmen für Lungenaufnahmen eine sehr harte Strahlung mit 120 Kilovolt. Oder einfach auch 40 bis 60 Kilovolt, wenn wir einen Arm oder ein Bein durchleuchten oder röntgen wollen. Was man prinzipiell sagen kann, je weicher die Strahlung ist, also je niedriger die KV-Werte, die angelegt sind, desto größer ist der Anteil an Strahlung, die im Gewebe hängen bleibt, die absorbiert wird. Also sprich, desto höher ist die Strahlenbelastung. Aber die Auflösung wird besser. Das heißt, weiche Strahlung lässt auch feine Gewebeunterschiede sichtbar werden. Und das ist ja das, was man bei der Mammographie will. Man durchleuchtet ein Gewebe, was jetzt keine Knochen enthält. Und wenn Sie dort feine Gewebeunterschiede sichtbar machen wollen, wie kleine Verkalkungen oder Änderungen der Drüsenstruktur, dann brauchen Sie dort eine hohe Auflösung. Also das heißt aber, Sie erkaufen sich das mit einer höheren Strahlenbelastung aufgrund der größeren Absorption. Harte Strahlung
Harte Strahlung wird genutzt, also über 100 Kilovolt an Spannung, die angelegt wird, um feste, dichte Materialien zu durchdringen. Sie können also einen Arm im Gips röntgen zum Beispiel, und dort sind die Kontrastunterschiede weniger stark ausgebildet, aber bei Lungenaufnahmen möchte man das auch nicht. Und im Endeffekt geht es darum, die Kontinuität der Knochenstruktur nachzuweisen. Wir nutzen auch Kontrastmitteluntersuchungen, zum Beispiel um Hohlorgane darzustellen. Magen, Darm, Blase kann man darstellen, oder in der Neurologie und Neurochirurgie auch die Myelografie. Das heißt, sie nehmen dann ein Kontrastmittel, spritzen es in den Rückenmarkskanal, stellen so die einzelnen Nervenwurzeln dar. Also das heißt, Kontrastmittel angehobene Untersuchung der Hohlorgane ist auch ein bewährtes Röntgenverfahren, was aber jetzt zunehmend ebenso von den ja, Schnittbilddiagnostiken mit CT oder MRT zurückgedrängt wird. Nur als Beispiel Schering-Kalender von 1999. Ich weiß nicht, ob die Damen wussten, dass so eine Ganzkörperaufnahme mit sehr, sehr hohen Strahlenbelastungen einhergegangen ist. Also den Aufklärungsbogen für die Kalenderaufnahmen, den weiß ich nicht, ob es den gibt. Nur so als Scherz. Schlechter Scherz beiseite. Gut, natürliche Strahlenbelastung war in aller Munde. In meiner Generation, als der Tschernobyl-Unfall in der Ukraine war, in ihrer Hemisphäre eher als Fukushima das Problem dargestellt hat, da war die Diskussion in der Tagespresse. Das heißt nicht, dass das jetzt nicht mehr dort ist, die Strahlenbelastung, aber sie ist einfach viel weniger präsent. Das ist so wie das Waldsterben oder andere Umweltbelastung, oder Fridays for Future ist auch abgelöst worden von der Corona-Welle. Also es ist ja immer das, was gerade in den Massenmedien präsent ist, ist auch immer das, was anscheinend alle bewegt. Aber die natürliche Strahlenbelastung und auch die Strahlenbelastung durch die beiden Reaktorkatastrophen, die sind nach wie vor da. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder und ein paar Folien, damit Sie das ein bisschen einsortieren können und vielleicht auch ein bisschen die Emotionalität daraus geht. Wir sind mit natürlicher Strahlenbelastung behaftet. Und Millisievert war so eine typische Maßeinheit, mit der wirklich sowohl im Heute-Journal als auch in den Tagesthemen ja, jongliert worden ist. Aber nur, dass ich es nochmal gehört habe. Die mittlere effektive Dosis in Deutschland, also das, was die bundesdeutsche Bevölkerung an natürlicher Strahlung abbekommt im Jahr, das ist 2,1 Millisievert. Es gibt natürlich ein paar Ecken, auch in Deutschland, wo die Strahlenexposition aufgrund ja, bodenbedingter radioaktiver Substanzen höher ist, aber das ist der Durchschnitt, der in Deutschland auf den Durchschnittsdeutschen abgegeben wird. Die mittlere effektive Dosis pro Jahr, 2,1 Millisievert. Jetzt hier zur erwähnten Karte, also wenn Sie da aus der einen oder anderen Ecke stammen, hier im Markgräfler Land zum Beispiel, oder da Übergang nach Tschechien oder hier um Leuna herum. Das sind Gegenden mit einem hohen Uranvorkommen, wo viele Strahlenquellen im Boden sind. Dort haben sie, wenn sie dort wohnen, einfach eine höhere mittlere effektive Dosis, die sie abbekommen. Aber das ist so der Durchschnitt der Karte. Sie sehen es nochmal in unterschiedlichen Färbungen. Für Deutschland. Was kommt dazu? Ist nicht nur die bodengebundene radioaktive Strahlung, es ist vorwiegend die kosmische Strahlung. Die wird immer auf Meereshöhe angegeben. Die ist natürlich auf dem Feldberg dann in dem Fall auch etwas höher. Aber die auf Meereshöhe auf sie eindringende Strahlung ist etwa 0,3 Millisievert pro Jahr. Und das sind einfach die Strahlen. Die Strahlenbelastung, die aus dem Weltraum kommt. Dann die terrestrische Strahlung, das hatte ich ja gesagt, das ist einerseits die im Boden vorkommenden Radionuklide, in Gesteinen und Erdkrusten, und dann die gesamte innere Strahlung, das ist vorwiegend Radon und radioaktiver Zerfall, den wir in der Atemluft, im Trinkwasser, in der Nahrung aufnehmen. Und das ist, summiert sich dann im Endeffekt auf die Gesamt Dosis, die mittlere effektive Gesamtdosis
von 2,1 Millisievert im Jahr. Das ist das, was Sie aufgrund dessen an natürlicher Strahlenbelastung einfach in Deutschland mitbekommen. Die kosmische Strahlung ist, wie bereits erwähnt, abhängig von der Höhe. Und in größerer Höhe, wir fliegen ja jetzt im Rahmen der Corona-Krise so gut wie nicht mehr, aber sonst, wenn Sie so auf dem hohen Gipfel steigen oder wenn Sie Frankfurt-Tokio fliegen, das sind so ungefähr mit einer Strahlenexposition von 0,1 Millisievert belastet, weil einfach die Lufthülle in der Höhe nicht mehr so viel Filterwirkung hat und dadurch einfach mehr terrestrische Strahlung auf sie herabkommt. Deswegen kommen wir nachher mal drauf zu sprechen, die Flugbegleiter und Piloten haben da einfach eine erhöhte Strahlenexposition und auch eine erhöhte Strahlenbelastung. Also aus natürlichen Quellen summiert sich das auf 2,1, hauptsächlich durchs Radon und wie gesagt, schwankt in Deutschland an manchen Stellen doch ganz erheblich. In der Welt haben wir da zum Teil Expositionen bis zu 100 Millisievert pro Jahr. Es gibt in Südamerika ein paar Stellen, auch in China ein paar Stellen, wo das Bodenaufkommen an Radon so dermaßen hoch ist, dass da eine deutlich höhere Strahlenbelastung da ist. Das heißt aber auch nicht, dass diese Regionen automatisch ein höheres Karzinomrisiko haben. Wir haben auch für strahlenexponierte Personen einen oberen Grenzwert. Dazu zähle ich auch. Also Sie röntgen im OP ja, durchleuchten, um die richtige Höhe bei der Wirbelsäule zu finden oder auch bei funktionellen neurochirurgischen Operationen, wo Sie die Sondenlage kontrollieren oder bei der Hypophyse, wo Sie den Zugang kontrollieren. Also Sie arbeiten mit Röntgenstrahlung im OP und haben dadurch eine Berufslebensdosis von 400 Millisievert. Also das ist das, was Sie im Rahmen ihrer beruflichen Exposition als Maximaldosis abbekommen dürfen. Deswegen tragen Sie auch bei sämtlichen Eingriffen, in denen Röntgenstrahlen angewendet wird, auch ein Dosimeter und das geben Sie pro Quartal einmal ab. Das wird dann ausgewertet, es wird dann auch eine persönliche Dosistabelle für Sie aufgestellt, sodass Sie am Schluss Ihres Berufslebens auch wirklich genau den Strahlenwert haben. Astronauten haben es da noch weit besser oder schlechter, je nachdem, wie die Sichtweise ist. Dort haben sie eine Berufslebensdosis von etwa 10-mal mehr. Astronauten 1000 bis 4000 Millisievert, je nachdem, bei welcher Luftfahrtgesellschaft sie sind. Also, das heißt, der strahlenexponierte, im OP arbeitende, hat etwa 10-mal weniger zu erwarten als der Astronaut oder Kosmonaut oder ich weiß nicht, wie die chinesischen Luftbezwinger heißen. Gucken Sie mal drauf, die ISS fliegt so ungefähr in 350 Kilometer Höhe und dort haben Sie eine Jahresexposition etwa von 100 bis 200 Millisievert. Das liegt daran, das schwankt relativ groß, wenn hohe Sonnenaktivität ist, also da viele elektromagnetische Stürme in der Sonne, dann haben sie da eine erhöhte Exposition. Und es gab jetzt eine Messung aus dem Mai 2016, dort wurde die Tagesdosis mit 0,65 Millisievert ermittelt. Also das heißt, bei einer sechsmonatigen Mission sind sie da schon bei 120 Millisievert. Also das spricht, sie haben dort auf der ISS im Schnitt eine 250 mal höhere Strahlenexposition als in Karlsruhe. Nochmal zur künstlichen Strahlenbelastung. Das Kuchendiagramm zeigt unten nochmal die gesamte natürliche Strahlenbelastung. Also wir sehen, dass das ungefähr 50-50 ist und dann nochmal die künstliche Strahlenbelastung. Also wir haben eine effektive Dosis durch medizinische Anwendungen, die auf etwa 2 Millisievert pro Jahr im Durchschnitt kommt. Das ist der gesamte rote Block hier. Und dann werden wir noch auf die weitere künstliche Strahlung, die aber unter 1% liegt, nochmal eingehen. Die etwas älteren Daten der computertomografischen Untersuchungen, also zum Beispiel CT-Abdomen oder CT-Thorax,
liegen etwa bei 10 bis 25 Millisievert, wobei die 25 Millisievert die alten Anlagen sind. Wir sind heutzutage eher bei 10 bis 12 und es gibt so Low-Dose-Protokolle, die sogar deutlich unter 10 fahren für die Lunge. Aber Sie sehen, dass Computertomographien des Körpers einen erquicklichen Anteil bei der künstlichen Strahlenbelastung machen. Das andere kleine Segment an weiterer künstlicher Strahlung hier nochmal aufgeschlüsselt. Also Medizin, die 43% mit 2 Millisievert pro Jahr. Ich hatte Tschernobyl erwähnt, wirklich mit einer geringen Dosis. Auch Kernwaffentests, was immer wieder aufgeführt wird, auch gering, ungefähr in der gleichen Größenordnung. Flugreisen, berufliche Tätigkeiten, auch die fossilen Brennstoffe enthalten Strahlenträger, Kernkraftwerke. Wir zunehmend abschalten und auch andere Industrieprodukte. Also alles zusammen summiert sich dann auch nochmal zur künstlichen Strahlenexposition. Das Rauchen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen rauchen, ich habe es auch dran gegeben, schon länger, führt zu einer ja, künstlichen Strahlenbelastung. Wir haben ausgerechnet, je nachdem, was für ein Tabak oder was für Zigaretten Sie rauchen, 0,007, erscheint mir extrem hoch. Aber bei richtig Hardcore-Rauchern, die also nicht hobbymäßig, sondern professionell rauchen, die können nochmal auf ungefähr 1,8 Millisievert pro Jahr kommen. Also eine ganz erhebliche Dosis. Gut, was unterschätzt wurde oder auch zum Teil unterschätzt wird, sind Strahlenbelastungen und Gesundheitsschäden durch militärische Radaranlagen. Da gab es vor einigen Jahren eine große Veröffentlichung und das Problem sind diese Radargeräte, die erzeugen kontinuierlich eine Röntgenstrahlung, also eine ionisierende Strahlung. Und da gibt es unter Umständen solche Sachen. Das frage ich in der Vorlesung immer. Ja, da hat sich einer gemeldet. Na, schlechter Scherz. Aber was fällt auf? Es sind sechs Finger, also einer zu viel. Das sind durchaus Mutationen, die auftreten können bei Menschen, die strahlenexponiert sind. Radargeräte waren so konstruiert früher, dass die Wartungsarbeiten einfach bei einem geöffneten Gerät durchgeführt werden mussten. Und wenn Sie diese alten F-104 Kampfjets, die Starfighter, angucken, auch das Tornado hatte das noch, da war das so, dass die Bordingenieure da und die Techniker wirklich der direkten Strahlung ausgesetzt waren. Und da haben wir bei Radargeräten, das SGR 103 und das 105, das waren bei der Marine eingesetzte Radargeräte, da haben die eine Strahlenbelastung gemessen gehabt von 400 Millisievert, nicht pro Jahr oder als Lebensdosis, sondern pro Stunde. Also das ist eine absolute ordentliche Strahlenexposition. Also das ist weit über dem zulässigen Jahresgrenzwert für beruflich strahlenexponierte Personen. Also die haben das bereits nach einer Stunde Arbeiten abbekommen. Da gab es eine Untersuchung von David, das war ein Pathophysiologe, der hat 99 Krankenakten von Radiotechnikern ausgewertet, die an den Abwehrsystemen, Flugabwehrsystemen Hawks und Nike waren und die bei Starfighter und Tornado Wartungsarbeiten durchgeführt haben. Und da haben der Großteil, also 69 Mechaniker, haben sie gefunden, die an Krebs erkrankt waren und 22 davon sind mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren gestorben. Das gab einen relativ großen Aufschrei, es gab auch eine hohe Zahlung an Entschädigungsleistungen von der US Army oder US Air Force. Darüber sind die Akten dann auch geschlossen worden. Aber was daraus schlusszufolgern ist, ist, dass wirklich diese ionisierende Strahlung eindeutig auf das menschliche Gewebe wirkt und dass dort zu krebsauslösenden Mechanismen kommt. Wir wissen, dass es kommt zu dem Strangbruch an der Doppelhelix, es kommt zu reproduktiven Fehlkodierungen und damit steigt einfach das Tumorrisiko ganz erheblich. Nochmal zu den Äquivalenzdosen. Also das war was, was jetzt auch bei Fukushima immer wieder kam. Akuter Strahlenschaden bei 250 Millisievert, also Personen, die das als Tagesdosis abbekommen haben,
die litten an wirklich akuten Strahlenerkrankungen. Wir nutzen bei Tumortherapien, also wenn Leute eine Bestrahlung bekommen, die dann häufig über einen Monat oder 6 Wochen sich zieht, 30 bis 70 Millisievert als Strahlenexposition. Wie gesagt, Computertomographie 10 bis 20 Millisievert, Flugreise und ein ganz banales Röntgenbild vom Kopf 0,1 Millisievert. Also im Endeffekt sind Grenzwerte angegeben worden und das sind mit 20 Millisievert pro Jahr bis 50 Millisievert pro Jahr. Also das heißt, wenn Sie wenig fliegender, nicht rauchender, kaum röntgender, auf Meereshöhe wohnender, gesunder, männlicher Nicht-Astronaut sind, erfüllen Sie alle Kriterien, dass die Strahlenexposition bei Ihnen nicht allzu hoch ist. Also das nochmal als Zusammenfassung: Halten Sie sich in Meereshöhe auf, fliegen Sie wenig, rauchen Sie nicht. Und der ISS-Urlaub, den sollten Sie streichen. Damit sind zumindest die Strahlenexpositionen sehr, sehr niedrig gehalten. Jetzt nochmal zur medizinischen Diagnostik. Ich hatte gesagt, die Computertomographie als Verfahren ist durchaus strahlenintensiv. Woher kommt der Begriff Computertomographie? Computer, klar, aber Tumme schneiden und Graphein schreiben, also zusammengesetzt. Und wir sagen, oder man sagt dazu häufig auch Schichtröntgen, weil das beschreibt die Situation sehr gut, dass das in Scheiben aufgenommen wird, der Mensch. Und das ist so, dass im Prinzip so ein Spiralverfahren, also ein Röntgendetektor, fährt um den Körper herum. Und heutzutage wird das gemacht bei Personen, die als Notfall eingeliefert wurden. Das dreht sich bei solchen 64-Zeilern, also das sind moderne Strahlendetektoren. Da dreht sich das um die Person und der Tischvorschub zieht den Patienten da quasi unter der Röhre oder über die Röhre hinweg. Und da werden die einzelnen Schichtsequenzen aufgenommen und das dauert mitunter nur noch 1 bis 2 Minuten. Dann ist vom Kopf bis zum Fußzeh der Patient durchgescannt. Das hat den Vorteil, dass man sehr gut weiß, ob der jetzt zum Beispiel Frakturen an den Beinen, an der Hüfte, Veränderungen im Kopf haben, an der Brustwirbelsäule oder im Thoraxbereich. Also das ist eine Ganzkörperaufnahme, die 3D rekonstruiert werden kann, die eine hohe Auflösung hat und die quasi als Notfalldiagnostik unschlagbar ist. Im Prinzip ist das ein dreidimensionales Verfahren. Das normale Röntgenverfahren ist immer so, dass Sie durch eine Dimension oder durch 2 Dimensionen hindurchstrahlen und immer eine zweite Ebene brauchen, um das adäquat darstellen zu können. Also ist eine zweite Aufnahme aus 90 Grad immer notwendig. Und das ist bei der Computertomographie nicht der Fall, wo es eine rotierende Aufnahme ist, wo quasi, ich gehe mal zurück, hier die Röntgenröhre um den Patienten herum fährt und der Detektor quasi mitläuft, sodass der Patient spiralartig durchgescannt wird und so quasi ein dreidimensionales Bild bekommt. Das heißt, wir kommen weg von der zweidimensionalen hin zur Voxeldarstellung, also zur dreidimensionalen Darstellung. Im Prinzip kann man aus diesen Bilddatensätzen dann dreidimensionale Rekonstruktionen aus den Einzelschnitten machen und wir bewegen uns damit quasi vom Volumenelement, vom Voxel zum weg vom Pixel zum Voxel hin. Also das heißt, es ist ein dreidimensionales Pixel und damit können Sie auch mit dem Bilddatensatz sämtliche Strukturen rekonstruieren. Nochmal zur Begriffsklärung: Voxel für volumetrisch und das Pixel als Bildpunkt, dass Sie da nochmal mit den zwei Begrifflichkeiten was anfangen können. Ein Beispiel nochmal für typisch neurochirurgischen Krankheitsfall. Das ist eine Computertomographie bei einer SAB, also Subarachnoidalblutung. Da sieht man dieses Weiße, das sind normalerweise die Zisternen, in denen das Hirnwasser, und das Hirnwasser ist schwarz in dem Fall dargestellt, sieht man hier im Ventrikel, alles mit Blut ausgegossen ist, das ist wie so ein Ausgusspräparat. Da sehen Sie die gesamten Hirnzisternen, die gesamten zisternalen Anteile sind mit Blut gefüllt. Also dort hat es in den Subarachnoidalraum hineingeblutet. Das ist ein uraltes Bild noch zu Aachener Zeiten, wo man dann im CT Kontrastmittel gegeben hat und gleich nach der Ursache geschaut hat. Warum hat es dort geblutet? Und das sind jetzt in dem Fall hier
die zwei Aneurysmen, aus denen es aus einem geblutet hatte. Das war in dem Fall das größere. Also man kann, während der Patient im CT liegt, ihm auch noch Kontrastmittel geben. Das wird üblicherweise sofort mitgemacht. Es wird einmal ein Nativdatensatz gefahren und dann noch einmal ein Kontrastmittel angehobener Datensatz, sodass sie die ganzen Hohlstrukturen, also in dem Fall das Gefäßsystem, darstellen können. Das können die ganzen, das Herz wird dargestellt, die ganzen großen Gefäße wird dargestellt und auch die Hirngefäße werden dargestellt, sodass man wirklich eine aufschlussreiche, komplette Untersuchung des Patienten hat. In dem Fall ist dann die Diagnostik gleich so weit gegangen, dass man gesagt hat, okay, das ist die Blutungsquelle. Also eine 3D-CT-Angiografie ist damit mitgefahren worden. Es gibt auch konventionelle Angiografien, das heißt, dass man Kontrastmittel in die Blutgefäße reinfüllt und dann mit Röntgenstrahlen das Ganze durchleuchtet. Heutzutage sind das auch alles rotierende Aufnahmen, sodass der Gefäßbaum auch immer als angiografische Darstellung, als dreidimensionaler Datensatz generiert wird. Sie können natürlich auch andere Gefäße darstellen, ob das jetzt venöse Blutleiter sind oder auch Lymphgefäße, je nachdem, was Sie da darstellen wollen. Würden wir sie dann als Flebografie für die Venen oder als Lymphografie für das Lymphgefäßsystem darstellen. Und die Angiografie ist, wie gesagt, die vorteilhafte Untersuchung, dass Sie den Gefäßbaum, die Gefäßarchitektur sehen, aber auch die dynamische Untersuchung, das heißt, Sie sehen das Einströmen des Kontrastmittels, das Ausströmen des Kontrastmittels unter den angiografischen Bedingungen. Das heißt, Sie haben eine effektive Darstellung über die Zeit, sodass man was über die Hämodynamik, über das Fließen auch noch aussagen kann. Wie funktioniert das? In aller Regel kann man das entweder über eine große Arterie am Handgelenk, also über die Arteria radialis, durchführen oder noch größer, eine Beinarterie, also Punktion in der Leistengegend, und dann kann man das Kontrastmittel da geben. Meistens wird das über einen Katheter gegeben, das heißt, man führt über diese Schleuse dann so ein Kathetersystem ein und dirigiert das Kathetersystem unter Durchleuchtung dorthin, wo man hin möchte. Also in dem Fall, wenn man es jetzt über das Bein nach oben, kann man in das Herz oder in Herzkranzgefäße gehen oder über die Aorta weiter nach oben in den Kopf, wobei sie dann über die Karotiden, also über die Halsgefäße oder hinten über die Vertebralarterien, dann den hinteren Stromkreislauf oder den vorderen Stromkreislauf darstellen können. Dann wird es so gemacht, dass ein Bild als Leeraufnahme aufgenommen wird und dann diese Kontrastmitteleinspritzung passiert. Das heißt, sie applizieren das Kontrastmittel, durchleuchten es dann meistens in der Rotationsaufnahme und können die Leeraufnahme davon subtrahieren. Das heißt, alle störenden Bildelemente, in dem Fall der Knochen, das wird von den durch die Substraktion quasi weggenommen. Deswegen sagt man dazu digitale Substraktionsangiografie, DSA, und hat dann als alleinigen Wert den Gefäßbaum. Das hat den großen Vorteil, dass Sie wirklich selektiv die Gefäße darstellen können. Sie können es auch dreidimensional rekonstruieren, aber Sie haben, wie bereits erwähnt, aufgrund des Einspritzverhaltens, des Einstromverhaltens in die Gefäße auch eine Information über das Anfluten, das Abfließen des Kontrastmittels, und damit haben Sie ein Bild der Hämodynamik. Das heißt, Sie sehen das Blut und das Kontrastmittel in dem Fall fließen, was ein ganz großer Vorteil ist zu den Schnittbildaufnahmen, die quasi ein statisches Bild vermitteln. Das ist ein Unterschied zur dynamischen Angiografie. Deswegen der Vorteil auch dieser Kontrastmittelapplikation. Im Prinzip, wenn Sie so eine Angiografie machen, haben Sie auch schon die Möglichkeit, direkt zu therapieren. Das heißt, das ist die Domäne der interventionellen Radiologie. Also das heißt, die Diagnostik könnte direkt mit der Behandlung gekoppelt sein. Das macht man zum Beispiel heutzutage in den modernen Angiografieanlagen, Patienten, die mit einem Schlaganfall kommen. Dort wird Diagnostik und Therapie quasi in einer Session abgewickelt. Das heißt, der Patient kommt, hat einen Thrombus in dem Hirngefäß. Das heißt, man stellt mit Hilfe der Angiografie den Verschluss des Gefäßes dar, sieht, okay, an dieser Stelle ist das Gefäß blockiert, geht dann mit einem feinen Draht meistens durch den Thrombus hindurch und kann den dann hinten dran aufweiten, diesen Draht über ein, ja, meistens ein Nitinol-Geflecht und ein Nitinol-Stent, und kann den dann herausziehen. Das heißt, sie ziehen dann diesen Thrombus, diesen Verschluss des Gefäßes heraus, entfernen das dann über die Leiste, wo sie also zugegangen sind, und haben dann wieder ein geöffnetes Gefäß. Das sind heutzutage
interventionelle Maßnahmen beim Schlaganfall, die die Mortalität, also die Todesrate, erheblich minimiert haben. Sie können dann auch, wenn das Gefäß dazu neigt, wieder zu verengen oder vielleicht Rauigkeiten hat, auch eine Gefäßstütze da einbringen, also ein Stent, oder mit einem Ballon das Gefäß nochmal aufweiten. Oder wenn es jetzt irgendwo eine Leckage hat, wie bei diesen Aneurysmen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, könnten Sie theoretisch auch einen Verschluss generieren, indem Sie Coils dort einbringen. Das nochmal schematisch gezeigt. Also hier die Gefäßenge könnten Sie beseitigen, indem Sie reingehen, einen Ballon aufblasen und quasi eine Dilatation machen. Wenn die jetzt nicht ausreichend ist, das würden Sie ja sehen, das Kontrastmittel füllt das Gefäß und Sie sehen dann so eine Stenosierung oder filiformen Durchfluss. Dann würden Sie da reingehen und montieren auf diesen Ballon einen Stent, blasen den auf und belassen den Stent wie also eine Gefäßstütze, dass das Gefäß dann auch langfristig offen bleibt. Also das heißt, Sie haben mit der Angiografie, mit der invasiven Darstellung, also Sie gehen über den Katheter in das Gefäßsystem hinein, die Möglichkeit direkt zu therapieren. Das nochmal zu einem komplexen Aneurysma. Also das wäre jetzt zum Beispiel so eine Gefäßaussackung, die geplatzt ist, die sehr, sehr einen breiten Hals hat, sodass, wenn Sie jetzt nur diese Coils da reinstecken, das Risiko laufen, dass die Coils nach hier innen reinfallen und dann mit Blutstrom weggespült würden. Das verhindern Sie jetzt einfach dadurch, dass Sie über das Gefäß oder über diesen Aneurysma-Hals, über dieses Lumen, über diese offene Stelle so eine Nitinolstütze, also ein Gefäßstent applizieren. Und dadurch generieren Sie einfach eine Fixierung dieses Keulpakets in dem Aneurysma selbst. Das sind heutzutage moderne Maßnahmen. Hat gewisse Vorteile, das heißt, Sie müssen den Kopf nicht aufmachen. Können wir im Rahmen der Therapie nochmal drüber sprechen. Hat aber auch Nachteile, wie zum Beispiel, dass so kleinere Gefäßabgänge theoretisch verschlossen werden können. Wenn das Gefäß jetzt noch viel dünner ist, kann sein, dass der Blutstrom dann nicht mehr ausreicht, um da reinzugehen. Also das Risiko ist durchaus auch Schaden anzurichten oder einfach auch, dass diesen Stent dort um diese Ecken herum zu bekommen, kann mitunter durchaus komplex sein. Insbesondere wenn Sie sich vorstellen, wenn jetzt da noch so Verkalkungen liegen, die Sie dann beim Einbringen des Stents vielleicht losschlagen und dann einen neuen Schlaganfall kreieren, weiter distant davon. Also auch kein ganz ungefährliches Verfahren, auch wenn es so schön heißt, minimalinvasiv. Aber spricht nochmal zusammenfassend dafür, dass man mit Hilfe der Angiografie Diagnostik und auch gleich Therapie betreiben kann. So sieht so eine moderne Anlage aus. Also eine Rotationsanlage, zweidimensional. Sie können also in beiden Richtungen gleichzeitig arbeiten und das sehen Sie dann auf dem Bildschirm. Und so sieht es dann aus. Die rotiert die Anlage, da müssen Sie aufpassen, das sind stabile Detektoren. Wenn Sie die abkriegen, die rotiert relativ zügig, da müssen Sie schon aus dem Weg gehen. So sind die häufig auch deckenmontiert und drehen sich dann. Gibt es von unterschiedlichen Firmen. Das ist dann das Produkt, was Sie daraus kriegen. Das heißt, Sie haben alles wegretuschiert. Also das ist eine reine DSA. Sie sehen nur noch das Gefäßsystem. Sie sehen in dem Fall nur noch das Aneurysma. Sie sehen die Aufteilung und dann geht es darum, wie therapiere ich das. Nochmal hier eine konventionelle Angiografie. Da sehen Sie die Anatomie deutlich schlechter. Das wäre dann die dreidimensionale Rekonstruktion, Entschuldigung. Und das gibt schon sehr, sehr viel mehr anatomische Detailinformationen her. Sie sehen, das ist die gleiche Aufnahme. Auch hier das Siphon ist vielleicht schon eine Idee gedreht. Also das ist ein bisschen mehr gedreht. Da gucken Sie mehr hier rein als hier das mehr seitlich. Aber Sie sehen hier die anatomische Information des Aneurysmas deutlich besser in der 3D-Rekonstruktion. Also nochmal hier, wie sieht sowas aus? Auch mit Hilfe an der Konsole können Sie das sich eindeutig darstellen. Sie können sich in jede Richtung drehen. Das ist jetzt auch für die Therapieplanung ganz wichtig, dass Sie sagen, okay, das ist jetzt eher ein Fall, der geeignet wäre. Da sieht man die Rupturstelle, da ist die Ausdünnung hier an diesem Zipfelchen. Ist es was, was besser mit einem Clip oder in dem Fall mit mehreren Coils zu behandeln ist, also anhand der dreidimensionalen Rekonstruktion und auch der Darstellung, die Sie am Bildschirm haben, können Sie sehr, sehr gut die therapeutische Entscheidung treffen, weil wenn Sie sich das hier anschauen, da sind die Halsverhältnisse deutlich weniger gut geklärt. Da können Sie sich freidrehen, indem das wirklich als DSA, als digitale Subtraktionsangiografie, Sie haben alle störenden
Substanzen des Gehirns wegretuschiert, der Knochen ist wegretuschiert. Sie gucken nur auf das reine Gefäßbild. Das ist in dem Fall ganz wichtig für die therapeutische Festlegung. So wäre es dann in dem Fall im OP. Also da gucken sie auch nochmal auf die Gefäße und da wussten sie, können sich das schon so hindrehen, dass sie wissen, was erwartet sie beim OP, was erwartet sie im OP. Sie sehen hier das Gefäß, wie es hier hochkommt und hier weiterläuft und dieses ausgesackte Aneurysma mit der Rupturstelle. Gut, von der Angiografie zur modernsten Schnittbilddiagnostik, zur MR-Tomographie oder Kernspintomographie, wie es im Volksmund genannt wird, das beschreibt es eigentlich auch vom Verfahren sehr gut. Das MRT basiert einfach auf der Applikation von starken Magnetfeldern. Das heißt, sie haben ein elektromagnetisches Wechselfeld und dort richten sich, und das sind vorwiegend Wasserstoffatome, Protonen aus und die können dann durch eine angelegte Wechselspannung in einen anderen Spin bewegt werden, sodass man der Begriff Kernspintomographie eigentlich genau der richtige ist. Wir haben unterschiedliche Bauformen der MR-Tomogramme mit unterschiedlich starken Magnetfeldern. Die niederfrequenten Niederfeldgeräte haben so 0,5, 0,2 bis 0,5 Tesla. Die können zum Beispiel auch durch einen Permanentmagneten das schaffen. Die heutzutage konventionellen, mit supraleitenden Magneten ausgestattete MR-Maschinen haben zwischen 1,5 und 3 Tesla. Das ist schon ein relativ ordentliches Magnetfeld, wenn Sie sich das mal angucken. Im Prinzip geht es darum, über unterschiedliche Relaxationszeiten zu differenzieren, welche Gewebeart dargestellt ist. Und das liegt im Endeffekt an dem unterschiedlichen Gehalt der Wasserstoffatome. Die machen den Gewebsbildkontrast aus. Wie funktioniert das? Sie haben im Prinzip ein Wechselfeld und magnetisieren den Körper oder das, was Sie untersuchen wollen. Und die Spins der Wasserstoffatome richten sich parallel zu dem statischen Magnetfeld aus, das Sie applizieren. Und dann schalten Sie das ab und die schwingen zurück. Sie relaxieren, sie gehen zurück in ihre Ursprungs-Spin-Richtung. Und genau das ist ein gewisser Strom, den Sie messen können. Und das, je nach Gewebe verhält sich das unterschiedlich. Das heißt, unterschiedliche Signalstärken kreieren dann unterschiedliche Helligkeiten, die Sie dann in dem Schwarz-Weiß-Bild darstellen können. Das MRT kreiert auch Probleme. Völlig klar, alles, weil es ein sehr, sehr hohes Magnetfeld ist, wenn Sie mal einen metallischen Gegenstand an so einen Magneten dranhalten, spüren Sie, was 1,5 oder 3 Tesla an Gewalt ist. Alles, was metallisch ist im Körper, ist problembehaftet. Die Generation, die Weltkriegsschrott in sich trägt, also Metall im Kopf oder im Körperbereich, Eisensplitter, wie auch immer, Metallsplitter, die ist quasi ausgestorben. Aber wir haben trotzdem nach Unfällen oder nach auch nach Operationen, es gibt auch ein paar ältere chirurgische Maßnahmen, die noch magnetisches oder ferromagnetisches Material eingebracht haben in den 60er, 70er Jahren. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Also alles, was metallisch ist, kann im MRT zu magnetischer Verlagerung kommen oder auch zu einer Erwärmung kommen. Das kreiert Probleme. Heutzutage die ganzen Titanmaterialien, die Implantate sind alle aus Titan hergestellt, die sind nicht mehr magnetisch, also paramagnetisch und somit sind sie zwar ein Problem für die Bildgebung, man kann an der Stelle die Bildbeurteilung nicht adäquat treffen, aber sie heizen sich im Wesentlichen nicht auf und insbesondere weil sie nicht magnetisch sind, machen sie keinen Bewegungsmoment. Problem ist, dass bei den konventionellen MR-Tomogrammen die technische Auflösung so bei etwa einem Millimeter, knapp unter einem Millimeter liegt. Und wie gesagt, die Baulichkeit von den älteren Maschinen, die haben so ein Bohr, also so eine Öffnung, die ist zum Teil nur 60 cm, die größeren haben 70 oder gar 75 cm, sodass die räumliche Enge, die für, gerade wenn sie ein bisschen beleibtere Patienten haben, durchaus angsteinflößend ist, nicht mehr so ganz gewaltig ist. Heute das Gerät in der Kinderklinik hat sogar so eine große Öffnung, dass sie Mutter mit Kind untersuchen können. Es gibt auch offene Systeme, die zumindest an einem
Bereich offen sind oder die quasi wie so ein Sandwich aussehen, so ein Donut aussehen, sodass die räumliche Begrenzung, die der Patient empfindet, nicht mehr so dramatisch ist. Nichtsdestotrotz, Artefakte gibt es nicht nur durch Metall, Artefakte gibt es auch durch Magnetfeldinhomogenitäten. Wir sagen Suszibilitätsartefakte, die einerseits durch Bewegung kommen kann, aber auch das Blut. Wir wissen, das Blut hat ferromagnetische Eigenschaften. Das sind Eisenbestandteile in den Erythrozyten drin. Also das heißt, fließendes Blut kann Suszibilitätsartefakte machen. Wir haben auch solche Rückfaltungsartefakte. Das liegt am Spulenrand manchmal oder wenn das Objekt außerhalb des Field of Views ist. Da kann es Probleme geben. Also Artefaktmöglichkeiten gibt es multiple, auch Chemical Shift-Artefakte. Das ist vorwiegend an Grenzflächen, Präzisionsfrequenzen zwischen Fettgewebe und wasserhaltigem Gewebe oder bei wirklich eingebrachten metallischen Gegenständen, Herzschrittmacher, also die so relativ lange Drahtdrähte haben, das kann dann durchaus eine Antennenfunktion bewirken. Also da durchaus noch artefaktbehaftete Problematik. Und eins ist nicht zu unterschätzen, die starke Magnetleistung von so einem Kernspin, also alles, was magnetisch ist und in die Nähe des Kernspintomographens kommt, wird angezogen und fliegt in die Röhre rein. Das sind ja mäßig witzige Fotos. Also da kann man sich vorstellen, wenn da ein Patient jetzt drin gelegen wäre, hätte es durchaus eine Katastrophe geben können. Also da muss man extrem vorsichtig sein und das ist, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil ja MR-Geräte auch im OP verbaut sind und da durchaus Probleme generieren mit dem ganzen metallischen Werkzeug, das im OP ja notwendig ist. Es hat den großen Vorteil, dass MR-Untersuchungen nicht mit Strahlen arbeiten. Das heißt eigentlich immer davon auszugehen ist, dass sie unschädlich sind. Wir wissen allerdings heutzutage, dass 7 Tesla oder 9 Tesla Geräte durchaus an die Grenze kommen. Das Feld zu magnetisieren scheint dann doch den einen oder anderen Nachteil zu geben. Auch diese Kontrastmittel sind ein bisschen in Verruf gekommen. Gadoliniumhaltig, also seltene Erden, außerdem, dass sie teuer sind und selten zu finden sind, scheinen sich doch insbesondere bei Kindern abzulagern und unreifes neuronales Gewebe, da scheinen diese seltenen Erden durchaus langfristig, ja jetzt nicht einen direkten Schaden, aber durchaus nicht förderlich für die Entwicklung zu sein. Aber nach wie vor, es ist keine Röntgenbestrahlung bei Kindern, die häufiger Untersuchungen des Kopfes oder des Abdomens oder andere Körperregionen brauchen. Da ist das MRT einfach die Methode der Wahl. Auch Frühgeborenen-Screening ist möglich mit MRT. Also bisher wissen wir von keinen definitiven Schäden, die MR-Tomographie generiert. Es ist eine ganze eigene Welt geworden, die MR-Untersuchung. Wir können unterschiedliche anatomische Bildgebungen damit generieren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Auflösung. Wir haben wunderschöne Bilder, wo wir das Gefäßsystem angucken können, wo wir die Anatomie, auch die graue und weiße Substanz differenzieren können, den Liquor anschauen können, jetzt also speziell für den Neurosektor. Also eine sehr, sehr detaillierte, exakte anatomische Information, die geliefert werden. Wir haben Diffusionskarten, Diffusionsbildgebungen, wo wir die Durchblutung sehen können, wo quasi besser durchblutete, schlechter durchblutete Areale sichtbar werden, also ganz wichtig für Vorhersagen, Schlaganfalldiagnostik oder Mangeldurchblutung, Mikrozirkulationsstörungen. Das alles ist detektierbar mit modernen MR-Geräten. Genauso in der Perfusionsbildgebung. Wir haben auch die Möglichkeit der Spektroskopie, wo einzelne, ja, im Prinzip Substanzen, Neurotransmitter oder andere Substanzen genau aufgeschlüsselt werden können. Das heißt, Sie können anhand von gewissen spektrographischen Karten sogar Rückschlüsse finden. Was ist das für ein Tumor? Ist es ein schnell wachsender Tumor? Ist es ein Tumor, der vom hirneigenen Gewebe ausgeht? Ist es ein Tumor, der nicht vom Hirn ausgeht, sondern von den Hüllsubstanzen ausgeht? Also die Spektroskopie erlaubt in gewisser Hinsicht heutzutage schon eine, ja, eine Richtung vorzugeben, was für eine Art von Tumor könnte das sein. Also sie ersetzt natürlich die histologische feingewebliche Untersuchung nicht, aber sie findet schon erste Wege dahin. Funktionelle MR-Untersuchung, ganz spannendes Thema,
Also Kartografie des Gehirns, Bewegungszonen, möglicherweise auch Gedankenmuster abgreifen zu können, sensibles Niveau, sensible Zonen rauszubekommen, also über Boltmessungen, über unterschiedliche Sauerstoffmessungen, Sauerstoffgehalte des Blutes kann man in der funktionellen Kernspintomographie quasi eine Kartografie des Gehirns durchführen. Und wir sind auf dem Weg der zellulären oder molekularen Bildgebung, sodass es möglicherweise irgendwann sein kann, zu sagen, okay, das ist zum Beispiel ein Liquor, ein ganz normales Hirnwasser, oder das ist Exudat möglicherweise von einem Tumor, oder bei diesen ganz kleinen Punkten rauszukriegen, was für Zellen sind es, was ist es für eine Art von Tumor, der sich dahinter verbirgt. Also letztendlich irgendwann MR-tomografisch wirklich eine Art Diagnose und eine weitere histopathologische Diagnose zu ersetzen. Also ein total spannendes Thema, was auch junge und dynamische Forscher braucht, wo die Schnittmenge zwischen ja, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Medizintechnik und Medizin ganz eng ineinander zahnt. Und das ist, glaube ich, vielleicht eins der ja, zentralen Bilder, wenn man sich das anguckt, mit der modernen Bildgebung, wo Medizin und technische Fakultäten sich begegnen, wo sie sich ineinander verschlingen und wo sie eigentlich ohne gegenseitige Akzeptanz und ohne gegenseitiges forscherisches Miteinander gar nicht weiterkommen in der Zukunft. Auch diese DTI-Imaging, also wo man versucht, Bahnen darzustellen, das sieht noch relativ grob gerastert aus, aber das ist ganz relevant auch für die OP-Planung, wo man weiß, wo laufen die motorischen Informationen runter, wo ist die Pyramidenbahn, wo sind die Pyramidenbahnen in diesem Ödem, zeichnen die sich irgendwo ab. Also das sind ganz interessante Untersuchungsmodalitäten, die in der Zukunft einen großen Raum einnehmen werden. Und da bin ich gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Dankeschön.